Hi, ich bin die Susanne und vor 10 Jahren bin ich mit meinem Mann in seine Heimat ausgewandert. Wir leben in Westaustraliens Hauptstadt Perth. Perth hat über 2 Millionen Einwohner und ist somit auch die größte Stadt im spärlich besiedelten Westaustralien und die viertgrößte Stadt in ganz Australien. Trotzdem fühlt es sich hier oft eher wie eine Kleinstadt an. Es gibt zwar Wolkenkratzer im Zentrum, aber das normale Leben findet eher in den sogenannten Suburbs, also den Vororten statt, wo jeder sein eigenes Haus mit Garten hat. Das Leben hier ist ruhig und angenehm. Es gibt viele Parks und Reservate und der Indische Ozean ist auch nie weit weg. Mit durchschnittlich 8 Sonnenstunden täglich ist Perth auch die sonnigste Hauptstadt ganz Australiens. Mit 2,5 Millionen Quadratkilometern ist Westaustralien halb so groß wie ganz Europa und somit auch der zweitgrößte Bundesstaat der Welt. Im Gegensatz zur Ostküste ist es hier kaum besiedelt. Statistisch gesehen gibt es nur einen Einwohner pro Quadratkilometer. In Deutschland liegt die Einwohnerdichte da schon bei 232 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die meisten Menschen hier leben aber in Perth und im Südwesten von Westaustralien. Nördlich von Perth wird es einsam. Wegen seiner enormen Größe findest du auch verschiedene Klimazonen in Westaustralien. Im Süden zum Beispiel ist es gemäßigt mit heißen Sommern und milden Wintern. Hier hat es große Eukalyptuswälder, Weinanbaugebiete und Flüsse, die ganzjährlich fließen. Im Osten erstrecken sich große Wüsten. Und reist man nördlich, da sieht man die Subtropen mit Australiens typischer roten Erde. Und Westaustraliens größtem Korallenriff, dem Ningaloo Reef, welches sich über 260 Kilometer entlang der Küste erstreckt und eine enorme Artenvielfalt aufweist. Schließlich gibt es noch den tropischen Norden mit seinen ganzjährig heißen Temperaturen und einer Trocken- und Regenzeit. Besonders in der Regenzeit ist beim Reisen in den Norden Vorsicht geboten. Straßen können schnell überfluten und unpassierbar werden. Umleitungen gibt es oft keine, da es generell nur sehr wenige Straßen gibt. Es hat zum Beispiel nur einen Highway entlang der Küste und einen im Inland. Beide verlaufen oft schnurgerade über viele Kilometer hinweg. Kleinere Straßen sind oft nur Schotterpisten und in verschiedenen guten Zuständen. Westaustralien ist somit aber auch der perfekte Spielplatz für große und kleine Entdecker. Zu den beeindruckendsten Erlebnissen zählen für mich neben dem Schwimmen mit Seelöwen das Schnorcheln mit den Walhaien. Westaustraliens Tierwelt ist einzigartig. Viele Arten gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. So hat es hier zum Beispiel 141 von Australiens 207 Säugetierarten, 439 Reptilien und 1600 Fischarten. Die Tierwelt hier ist somit sehr vielseitig und oft einfach nur atemberaubend. Für uns war es genau die richtige Entscheidung, hierher zu ziehen. Und vielleicht hat ja jetzt jemand Lust bekommen, sich das alles mal selbst anzuschauen.